Hallo liebe Poké-Freunde, wieder mit dir hier und heute mit demselben Team mal wieder. Wir sind kurz vor 2-6. Also ich bin gut hochgekommen mit dem Team hier. Ich habe schon ein Set heute gespielt. Waren 3-2. Nur 7 Punkte. Das ist schon ein bisschen lächerlich, nur 7 Punkte zu bekommen für ein 3-2. Also das finde ich ein bisschen quatschig, aber naja. Was soll man dazu sagen? So, Tosh 5477. Das ist unser erster Gegner. Ah, die Jelgard. Ich hätte ich lieber hinten. Bin ich lieber ehrlich. Du hast schon Best Buddy drauf, wie ich sehe. Ich werde den Eisenschädel auf jeden Fall schilden und respektieren. Oder werde ich das? Ja, ich respektiere den mal. Aber den nächsten werde ich nicht respektieren. Okay. Ja, jetzt würde ich den schon nicht mehr überleben, wahrscheinlich. Ah, okay, hat er gut mitgezählt. Beziehungsweise gut gemacht. Ich schilde jetzt hier nicht. Soll er machen? Ich gehe hier rein. Ja, ich gehe hier rein. Dafür stecke ich die Mundgewalt jetzt gut weg. Jo. Und ich brauche jetzt hier gleich die Steinkante. Die setzen wir auch ein. Danke, dass du leckst. Xerneas ist weg, das ist schön. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass ich die Attacke nicht mehr erreiche. Ja, ich muss auf Eisenschädel laufen. Bitte keinen Zeitenlärm, danke. Eisenschädel nehme ich. Und das ist noch eine Fee, super. Ja, er hat jetzt zwei Attacken. Ich muss eh schön. Okay, er hat Knuller. Ich muss hoffen, dass er nur Knuller Stromstoß hat. Warum steht der Angriff sinkt? Bitte Stromstoß Knuller. Knüller müsste ich nur wegstecken. Ja, wahrscheinlich reicht das aber nicht, oder? Er ist nicht abgesenkt. Nein, es reicht leider nicht. Schade. Er kann mich runterfarmen. Schade. Doppelfee hinten ist natürlich ein Graus. Dann hätte ich Demeterus doch schilden müssen. Definitiv hätte ich schilden müssen. Dann wäre ich auch auf Wüstenorkan gegangen. Wüstenorkan. Ja, schwierig. Kochi ist unser nächster Gegner. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben ja Stromstoß dabei. Und einen Surfer überleben wir. Soll er machen?
So, Stromstoß 1. Er muss eh schilden. Wenn er den wechseln will. Wenn nicht, ist der liebe Kai weg. Und das tut mir überhaupt nicht leid. Okay, Kai ist weg. Ja, Togekiss ist nervig. Ich gehe hier rein. Gehe auf die Steinkante. Oh, die sitzt auch. Nö, Shiri. Ich hoffe, er lässt jetzt drauf gehen. Super. Ah ja, Primarine. Primarine. Muss auf jeden Fall seine Attacke schilden. Ja, ich muss auch schilden. Solche Stimme, ja. Es ist so doof. Es ist so doof. Und bei meinem Glück kann er gleich wechseln. Oder hat gleich die Säusestimme. Ja, er hat genau rechtzeitig Säusestimme. Das kann so nicht sein. Ach, Mann. Dabei habe ich Kyogre so gut weggekriegt. Dreifach schwach gegen Elektro. Das kann man keiner erzählen, ne? Er hat geschildert. Ich hätte auf die Attacke aufbauen sollen, bevor ich gewechselt hätte. Bei dem Gleichstand hätte ich ja gewonnen. Gegen Primarine. Ah, Togekiss war noch nervig. Okay, diesmal haben wir Primarine vorne, das ist super. Schon nerviges Teil, das Viech. So, ich hoffe, er holt noch einmal aus. Stromschuss kommt. Nö, schöne. Mir egal. Und ich glaube, ich gehe sogar in Demeterus jetzt. Oder gehe ich in Demeterus? Mal gucken. Ja, ich gehe einfach rüber. Okay, Saiga, das ist gut. Das ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Hier würde ich nicht chillen. Macht keinen Sinn. Ja, natürlich kriegt er die Senkung, aber ist halt so. Wie mache ich das? Okay, ich komme eh noch nicht raus. Über. Ja, lass ich durch, wenn. Jo. Ich
Ich habe eine Attacke übrig, das ist das Schöne. Kyogre, ja, sehr schön. Dann muss ich die Wechsel natürlich runterticken lassen. Ich habe eine Ladeattacke ready drüben, das darf ich nicht vergessen. Okay. Muss schilden, ganz wichtig. Blizzard, guter Schild. Nur machen wir jetzt Zeitenlärm. Und Kyogre ist weg. Oh, das hier hat noch viel Leben. Ich darf aber nicht rauswechseln. Reicht das? Oh, das reicht doch schon. Okay. Perfekt. Primarena ist auch weg. Konnte ich mich gleich an Primarena rächen. Wird auch vor den nervigen Kampf. Ich sehe gerade, in 5 Monaten habe ich Geburtstag. Ist ja heute der 28. März, wo ich das jetzt aufnehme. So, jetzt brauchen wir noch 2 Siege, um positiv zu sein. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Twinrober. Twinrober. Oh, warum vorne? Wieso nicht hinten? Okay, das nehme ich schon gerne. Okay. Vielleicht ein Schild? Ja, das nehme ich auch gerne. Er setzt ein, das ist auch super. Leider im Gleichstand. Aber ich überlebe das. Hallo. Oh, was ist das? Okay. Steinkarte ist super. Okay, ich glaube, der Gegner hat Probleme. Dann ist das super. Gut, dass der Gegner dann rausgegangen ist. Ja, der Gegner hat Probleme. Habe ich nichts gegen. Dann fahren wir hier doch glatt runter. Und hier gehe ich jetzt in Demeteros runter. Ah ne, Moment, erstmal warten, was reinkommt. Okay, ja, der Gegner hat aufgegeben. Okay, da hat der Gegner gerade Probleme. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Sieg. Krass, dass er bei Steinkante dann hier Verbindungsprobleme scheinbar bekommen hat. Ah, manchmal hängt das Spiel auch ganz schön. Mal sehen, wie wir als nächstes Gegner bekommen. Von mir aus am liebsten Pike hier vorne. Okay, ich wollte gerade schon wegdrücken, weil es so lange dauert. Gegen Chromagraphy. Sehr schön. Okay, Ho-Oh geht auch. Ho-Oh, sage ich, geht auch mittlerweile. Oh, warum? Warum leckt das so? Wenn das durchlässt, schade. Okay.
Perfekt, ich lass durch. Er wird sich nicht abschwächen. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Okay, das sieht gut aus. So. Wir haben relativ schnell gewechselt. Ich schilde einmal. Einmal schilde ich. Okay, ein Eisenschild, okay. Komm, zieh. Perfekt. So. Mal sehen. Okay, er ist weg. Perfekt. Und setzen wir hier die Attacke auch noch ein. Schön wäre, wenn ich jetzt wechseln könnte. Perfekt. Rüber. Und der Gegner kann aufgeben. Perfekto. Oh, 3-2 noch rausgezaubert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir ein 3-2 noch rauszaubern. Aber ja, okay, bei dem einen Kampf hat man echt Glück. Fala. Kapukime. Komme ich auf Kapukime? Also. Ah, es gibt XL. Ich habe Monata. Habe ich natürlich Naturzorn schon beigebracht. Das spare ich mir ein Raid. Ja, kann weg. So, wir gehen auf 2613. Diesmal sind es 16 Punkte, das ist super. Dann gehen wir gleich ins nächste Set. Mal gucken, wie das so wird. Oh, 5-0 würde ich mal sagen, oder 4-1 wäre mal schön. Damit könnte man besser arbeiten. Und morgen gibt es ja auch nochmal Meisterliga und dann kommt ja wieder leider Superliga. Bin ich ja nicht so der größte Fan, weil ich da halt nicht so gut bin. Weil da halten mir die Pokémon einfach viel zu wenig aus. So, erstmal den Hund nochmal hochlassen. Komm ich. Los, Schnee. Hopp. Danke. Okay, Führung schon mal spitze. Drachenroute, okay. Dann hauen wir hier einen Knüller raus. Rüber. Dann kannst du mir mit der Attacke kommen, das ist mir hier egal. Ja, Feuerschlag bringt dir nichts. Ich habe keinen Bock zu schilden, ne? Wobei, den Wechsel brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich Glück habe, schildert er, ja. Nein. Aber Wechsel habe ich auch sowieso nicht gebraucht. Er kann zwar hier runterfahren, das bringt ihn aber im Endeffekt nicht mehr. Wir lassen die Wechsel auf jeden Fall runterdicken. Und ich werde auf jeden Fall mit Seeschienen reingehen. Oh ja, und ich mit Seeschienen reingehe. Es ist einfach doppel-eklig. Doppelboden. Ich habe den Vorteil, ich überlebe noch diesen Orkan. Ich hoffe, ich erreiche den nächsten Knüller einfach vorher. Ja, erreiche ich, das ist gut. Och, schilder doch nicht ewig.
ist doch Kacke. Ich hasse dieses Viech, ne? Ah, ich brauche den Schaden. Runterfahren kann er nicht. Ich hoffe, Stromschuss macht Schaden. Ja, ich gehe rüber. Instant rüber. Einen Raumschlag überlebe ich. Einen Raumschlag überlebe ich. Ich hoffe, er hat nicht Draco. Perfekt. Kommt sie! Oh nein! Ich hätte Eisenschild machen sollen. Ah, dieser Lag war wieder so total bescheuert. Warum leckt es einfach wieder? Ja, jetzt kann er mich hier runterfahren. Eisenschild wäre es gewesen, aber ja. Es hat wieder einfach so dermaßen geleckt. Das nervt mich im Moment hier an Pokémon Go, dass es in den Kämpfen so oft leckt und dann auf einmal mehrere Sofortattacken auf einmal ankommen. Ah ja, regen wir uns nicht weiter auf. Ich hätte Eisenschilde drücken müssen. Und dann hätte ich das gewonnen. Höchstwahrscheinlich. Knapp, aber ich hätte es gewonnen. Ja, ich wollte auch nicht rausgehen. Okay, hier bleibe ich jetzt drinne. Hier weiß ich, dass ich eine Mundgewalt überstehe. Genau. Ich glaube, ich setze hier auch Knuller ein. Ja. Das dürfte Nahkampf sein. Ja. Oh, der kommt echt so schnell noch zum nächsten Nahkampf. Krass. Ja, das ist doof. Okay. Okay. Dann setze ich die Knolle ein. Dann setze ich hier Stromschuss ein. Und gehen die Eier. Ja, jetzt kommt der Raumschlag. Ich glaube, ich habe nicht den Eisenschädel früher. Oder? Ich muss den einsetzen. Ich glaube, er muss einsetzen. Nein, schade. Na, womit kommt er rein? Mit seinem ja, doof. Das ist sehr, sehr doof. Ich glaube, den Kampf verliere ich auch. Rüber. Ah, komm schon. Nein. Oh, ich dachte, ich erreiche Stromschuss. Ja, dann habe ich es verloren. Ich habe gehofft, ich erreiche Stromschuss noch. Bevor er mich runterfarmt. Ja.
Ach, nervig, dass die beiden Drachen noch da waren. Wieder ein schlechter Start hier in dem Set. Finde ich nicht schön. Spielt doch bitte Pike hier vorne. Und nicht Xerneas. Ah, okay, gegen Xerneas gehe ich in Zukunft auf Stromstoß. Doppelstromstoß. Macht mehr Sinn. Als ein Knuddler. Ich brauche eh zwei Attacken. Ja, so ist das. Doppelstromstoß wäre sinnvoller gewesen. Oh, wieder Dialga vorne. Ich möchte das nicht vorne, ich will das hinten haben. Oder dass die Gegner halt hier rausgehen. Da muss ich den Eisenschild wieder schilden wahrscheinlich. Oder will ich das überhaupt schön? Nee, ne? Nee, noch überlebe ich das. So, entweder schildert er oder ist weg. Okay. Ja, leider kann runterfahren. Ich gehe in mein Dialga, schilder einmal. Fahre runter. Bitte köder nicht mit Eisenschädel. Zeitnäher, perfekt. Luria, das ist doch gut. Lugia ist sein beste Option scheinbar. Ich hoffe, er ködert wieder nicht. Luftstoß, perfekt. So. Was kommt rein? Was kommt rein? Was kommt rein? Okay, es war irgendwie klar. Das verliere ich jetzt wahrscheinlich. Hätte ich auf Zeitlärm gemusst wahrscheinlich. Den sollte ich gerade überleben. Och, er fängt perfekt ab, ne? Es ist abartig. Es ist abartig, ja. Das wird negatives Set. Ich hätte eher einsetzen müssen. Hä? Was ist das denn jetzt? Das ist ja komisch. Okay. Ja, reicht leider trotzdem ärgerlich. Blöder Nassschweif. Blöder Nassschweif. Reicht, ja. Ah, so knapp, ja, das hat er vielleicht mit Absicht gemacht. Werden wir nie erfahren. Oh. Also, das Set läuft nicht gut. Überhaupt nicht gut. Schade. Okay, ja, Xerneas und die drei Drachen waren halt hinten fies. Da hätte ich eigentlich for free einfach in Demeteros wechseln können. Ah, und mit Jaja-Führung stelle ich mich echt zu schwer. Da hätte ich vielleicht auch schilden sollen. Ich hätte ja 100% Schild wahrscheinlich zurückgekriegt.
So, gegen Maverick 198. Okay, Zygarde ist auf jeden Fall eine sehr gute Führung. Für mich zumindest. Ich mag, wenn die drin bleiben, das mag ich. Knuller kommt. Ja. Erdbeben überlebe ich ja. Das ist ein Lavasturm. Ah, oh, er hat 100 Pro Säugerlio, oder? 100 Pro hat ein ekelhaftes Säugerlio. Kann man mir sagen, was man will. Ja. Lavasturm. Okay. Ah, den Schild hat er umsonst verbraten, das ist sehr gut. Setz gleich die Knuller ein und hoffe, dass es reicht. Ja. Nein! Ich hoffe einfach auf keinen Säugerlio. Ja. Okay, dann war nicht zu schön auch eine richtige Entscheidung. Wobei ich hätte Nassstreif besser überstanden. Aber so oder so war es eine bessere Entscheidung. Und hier snipen. Beide kommen nicht mehr gegen die Alge an. Ja. Okay, es war zum Glück kein Säugerlio hinten. Heatran gefällt mir tatsächlich auch besser. Heatran kann ich da besser handeln mit Demeterus. So, jetzt noch ein Sieg, dass wir nicht so viele Punkte verlieren. Dass wir über 2-6 bleiben, hoffe ich. Mal sehen. Na? Na? Okay, Kampf gefunden. Perfekt. FK Generation. Führung perfekt. Nehme ich. Ja, muss ich erstmal drin bleiben. Lass mich von einem Boosten Orkan immer treffen. Ich hoffe, dass ich ein Schild kriege. Das wäre echt perfekt. Knuller kommt. Ja. Lass dich natürlich durch. Hier setze ich jetzt ein. Wechsel brauche ich nicht. Perfekt. Ja, das ist in Ordnung. Perfekto. Wir gehen hier rein. Nein, komm. Jetzt muss ich das hier schilden. Ach, komm. Oh, nervig.
Warum schafft er noch eine Attacke? Das ist doof. Jetzt kommt Ho-Ho-Wetten. Okay. Okay. Schüttet er? Das, trotz Abschwächung sollte das wehtun. Ja. Ich muss leider schielen. Ach komm, ich hasse ey. Natürlich geht mir Senkung. Natürlich. Ja, das verliere ich. Das verliere ich leider. Raumschlag wird mich vernichten. Ach, ich hasse Ho-Oh, Leute. Ich hasse es. Ich habe eine Absenkung noch gekriegt. Das war unnötig. Ich wusste, dass Ho-Oh kommt, aber ich konnte jetzt letzten Endes nichts machen. Ja. Leider. Ein 1 zu 4. Das tut richtig weh. Das ist unter 2,6. Bin wieder bei 2579. Aber es ist ein Auf und Ab. Mal gucken. Bitte. Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.